Hallo und herzlich willkommen zu Days After. Ja, es ist nicht selten so, wenn ich direkt im Loading Screen beginne, dann, weil es ein Update gab. Und so ist es. Was ist neu in Version 7.5.0? Wir haben die bestehenden Mechaniken überarbeitet und neue hinzugefügt, auf die ihr gewartet habt. Große, herstellbare Rucksäcke und neue spezielle Rucksäcke. Die Airdrop-Mechanik wurde komplett geändert. Deine Abenteuer beginnen im Flussdorf. Neue Zombies, mehr Vielfalt der Feinde. Neue Schnittstellen sind erschienen, das Einstellungsmenü wurde überarbeitet und die Optimierungsverbesserung und Fehlerbehebungen. Danke dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einen YouTube-Kommentar bekommen von, ich glaube, Martina. Oh, ich kann mir den Namen nicht merken. Oh, es ist ein neues Update da und ich nur so, was? Wieso bekomme ich das nie mit? Und what? Okay. Und habe geschaut und tatsächlich konnte ich updaten und direkt ins Spiel. Ja, direkt Update, zack. Beim letzten Update habe ich das Video auf Englisch gemacht, deswegen machen wir es diesmal auf Deutsch. Es kommen gerade ja auch kaum Videos. Das ist ganz einfach erklärt. Ich heirate in 3 Wochen. Es gibt mega viel zu planen. Ich habe wenig Zeit, aber für ein Update nehme ich mir die Zeit. Deswegen sind wir jetzt hier. Es tut mir leid, ich werde jetzt hier wohl Luigi Miguel ablehnen, weil unser Clan ist voll. Okay. Oh, da oben ist was Neues. Oh, müssen wir mal gucken. Da war jetzt was Neues mit 24 Stunden oder so. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt Geld ausgeben will, aber mal gucken, was es für neue Pakete im Shop gibt. Vielleicht ist ja ausnahmsweise mal was dabei, wo ich sage, natürlich haben. Okay, meine Reise beginnt im Flussdorf, hieß es in den Patch Notes. Also, wohin gehe ich? Zum Flussdorf, natürlich. Wundert euch nicht, meine Inbox ist fast leer. Ich hatte einen ziemlich krassen Bug leider. Oh, Kronkorken sind das jetzt und keine Münzen mehr? Interessant. Nein, Kronkorken, aber kein Geld. Das war mal normales Geld. Das waren mal keine Kronkorken. Genau, ich hatte sowieso ein paar Bugs mit meiner Inbox. Ah, hier ist mein Geld. Okay, alles gut. Mir fehlen die ganzen Sachen aus dem Battle Pass, aber die Entwickler sind schon da dran, mir da zu helfen. Also wundert euch nicht, falls ihr irgendwie einen Bug hattet, ja, die Entwickler helfen euch. Mir auf jeden Fall schon. Ihr könnt auf Discord mit Betty schreiben. Ich glaube auch auf Deutsch. Ich habe es noch nie probiert. Schreibe ich mit ihr auf Deutsch sogar? Ich glaube, wir schreiben auf Englisch. Und auf Facebook könnt ihr den Entwicklern schreiben, aber ihr kriegt am besten eine Antwort, wenn ihr Betty auf Discord schreibt oder wenn ihr eine E-Mail schreibt. Okay. 15 Slots und Bewegungsgeschwindigkeit auf der Weltkarte erhöhen. Oh, okay. Solche Rucksäcke gibt es jetzt. Oder ein Funksignal zu empfangen. Ermöglicht es dir, wichtige Funksignale zu empfangen. Ich habe wahrscheinlich jetzt mit diesem Reiserucksack einen 0815 Rucksack, ja? Okay, okay, okay. Und wir können jetzt ja dann neue Rucksäcke herstellen, hieß es. Mal gucken. Schauen wir doch mal, was man jetzt herstellen kann. Wir gehen mal durch das Herstellmenü hier durch. Aha, oh. Dachgepäckträger kann man jetzt... Okay, oder war vielleicht vorher schon Level 30. Ich dachte, das wäre vielleicht... Aber auf jeden Fall kann man den großen Rucksack herstellen, wenn man den Ledersack besitzt. Gut, das ist erstmal ganz gut soweit. Und dann kann man tatsächlich jetzt den Reiserucksack herstellen. Und der ist gar nicht so teuer. Also Lösungsmittel, ja gut, das dauert vielleicht ein bisschen und auch die Büchsenmacher-Werkzeuge braucht man halt. Aber ich bin ehrlich, der ist richtig easy herzustellen. Ich weiß aber natürlich nicht, wie es ist, ne? Bei dem Spiel war es ja bisher immer so, dass Rucksäcke nicht kaputt gehen. Erstmal hier meine, die Karte abholen, die man ab und zu kriegt. Das habe ich in letzter Zeit vergessen. Ich weiß nicht, alle paar Tage kann man da hin und kriegt so eine Karte umsonst. Da muss man gar nicht, das Ganze gar nicht eintauschen. Aha, eine Mechanikerin. Hi, es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden möchte. Warte kurz. Ja, ah, verdammt. Na gut, die Zeit reicht nicht für eine Erklärung. Lauf zum Abwurfpunkt C3, den ich auf der Karte markiert habe, schieße die Leuchtfackel ab und warte auf den Hubschrauber. Er hat wertvolle Fracht geladen, aber die Crew wird sie nicht abwerfen, bis sie sich vergewissert hat, dass alles sicher ist. Ich gebe dir den Geschützturm, er wird sich als nützlich erweisen. Oh, und bring mir Kronkorken, keine Etiketten. Die Zombies da drüben haben sie, verstanden? Kronkorken. Okay, wir haben ein paar Sachen von Wendy bekommen. Ein Turm, Palisaden und so weiter und so fort. Kann man denn dann jetzt, wie ist das denn jetzt mit Türmen und Palisaden? Kann man die jetzt dann auch so herstellen? Die kann man gar nicht mehr herstellen. Die sind hier aus den Herstellungssachen verschwunden. Und auch die elektronischen Kits sind verschwunden. Oh, schauen wir mal. Hat sich hier auch was getan oder haben sie nur da jetzt einen neuen NPC? Ich glaube, ja. Das ist echt cool. Also... Als dieses Flussdorf kam, war es sehr leer. Da war hier der Typ, nochmal für alle zur Erinnerung, ja, Blaupausen hier eintauschen, wenn ihr Blaupausen übrig habt. Dann war der Typ zum Mitnehmen, der nicht so besonders praktisch war, fand ich. Und der Bürgermeister, bei dem man
diese Bierpunkte oder so eintauschen konnte, die der Typ dann braucht. Und jetzt füllt sich das Dorf aber langsam aber sicher füllt sich das Dorf mit neuen Sachen. Das ist ziemlich nice. Langsam aber sicher haben wir ein Dorf mit Bewohnern. Gut, natürlich gehen wir zum Abwurfpunkt C3. Warum denn nicht? Wenn es auch hieß, es gibt neue Zombies, kann uns natürlich da einiges Spannendes erwarten. Mögliche Beute, diese Kronkorken können wir da bekommen und da steht die ganzen, und so ein paar Identifikationen, also hier Führerscheine und so. Oh, und da steht auch Beute, beste Beute sind tatsächlich die Waffen, die wir auch hier bekommen. Naja, als allererstes müssen wir nochmal nach Hause, wir sind nämlich überhaupt nicht vorbereitet dafür. Okay, schauen wir mal, was wir da brauchen. Ich hätte doch noch hinrennen sollen, weil wir müssen ja irgendwie die Türme bauen. Nein, jetzt bin ich da zurückgelaufen. Naja, dann wir laufen da jetzt einmal hin. Jetzt habe ich mich nämlich gerade verklickt und bin hier aus Versehen zu dem Steingebiet gerannt. Das wollte ich nicht. Gehen wir doch mal hin, schauen mal, was es hier gibt. Im schlimmsten Fall, keine Ahnung, startet das Ding jetzt und wir können nichts machen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch schwer, weil dann gehen wir halt wieder. Im Optimalfall. So, schauen wir mal. Ach ja, ein neues Update. Sehr cool. Ja, die letzten anderthalb Wochen, ich hatte, oder schon die letzten mehr als anderthalb Wochen, ich hatte echt wenig Zeit, um zu zocken generell. Und dann war auch, bietet automatische Erste Hilfe und setzt die Infektionsrate zurück. Ah, interessant. Okay, der Turm steht hier automatisch schon. Hier ist eine Kiste zum Looten. Was ist denn in dem Rucksack drin? Aha, noch so ein Reparaturset. Die sind ja, um die Türme wieder zu reparieren, da. So, jetzt steht hier das Hausbaumenü. Kostet das einfach gar keine Ressourcen mehr, oder was? Gucken wir mal. Errichte Verteidigungsmaßnahmen, fordere die Lieferung an, warte auf Fanhorden. Stachelzaun gleich Leben. Okay, wir können bisher nur die Lieferung anfordern, die. Wir können bisher nur grün machen. Interessant. Mögliche Beute, beste Beute. Aha. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier die Palisaden natürlich gerne hinstellen, wenn hier... Ah, das ist das Limit, was ich... Das sind die Sachen, die ich maximal bauen kann. Oder die ich noch hatte. So genau verstanden habe ich es noch nicht. Okay, wir schnappen uns jetzt ein paar Waffen, ziehen uns am besten auch was an. Man weiß ja nie, wenn die dann durchbrechen. Und dann können wir die Leuchtfackel hoffentlich gleich direkt verwenden, die wir da von ihr bekommen haben. Es scheint also auch neue Schwierigkeiten zu geben. Das ist natürlich interessant. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird jetzt eine ganz neue Challenge. Wir gehen gleich ab ins Ungewisse. Gleich sofort. Ich hau hier meine Energie weg wie nix. Macht nichts. Notfalls fahren wir mit dem Auto von A nach B. Das macht mir gerade gar nichts hier. Ich hab richtig Bock. Also ein neues Update ist immer für mich der Moment, wo ich sage, okay, ich muss in das Spiel. Ich hab Bock, was aufzunehmen. Und dann ist so die Zeit dazwischen, wo ich merke, na, ich mache wieder das gleiche Holzfarm. Eigentlich brauche ich Holz. Ich habe keinen Bock, Holz zu farmen. Es ist irgendwie auch so ein bisschen langweilig, immer exakt das gleiche zu machen. Wenn man halt nach einem Jahr wird es dann ein bisschen eintönig. Deswegen kommen dann auch leider einfach weniger Videos. Selbst wenn ihr dann schreibt, hey, kannst du mal das und das machen? Dann denke ich mir so, ja, nice, da ist jemand, der ihn interessiert wirklich. Und dann fehlt trotzdem die nötige Motivation. Das tut mir auch sehr leid, dass da so wenig in letzter Zeit kam. So. Vorher muss ich mich noch um was anderes kümmern. Wie ihr seht, ich habe fleißig bei der Gilde immer wieder nach Sachen gefragt. Ich habe hier noch ein paar Eisenplatten und auch volle Fässer und auch noch ein paar Fässer in der Mache. Das heißt, wir kommen genau auf 20 Fächer, sprich insgesamt 30 Eisenplatten, die ich mir jetzt zusammengesammelt habe. Ah, die Gerberei haben wir schon. Haben wir das Ding hier schon? Haben wir auch schon. Okay, weil ich bin tatsächlich ziemlich weit. Also das ist hier so die Werkbank, wo ich so gut wie noch gar nichts gemacht habe. Die ist nämlich noch auf Stufe 1, weil da lohnt sich das jetzt nicht so großartig, das Level hochzusetzen. Wobei das, also man braucht ja nämlich auch viel Salzsäure zum Verbessern und ich benutze die Salzsäure halt lieber dann sinnvoll und habe die direkt drin in meinen, wie heißt denn hier? Fürs Desinfizieren der Sachen halt. Mal kurz gucken. Ach, beide sind sie auch schon auf Level 9. Krass. Weil hier fehlt mir noch eine Menge Gummi, 32 Gummi und exakt 30 Platten, die ich jetzt alle machen kann. Ach nee, ich kann 20 Platten noch machen. Okay. Machen wir das ganz schnell und dann geht's zum Airdrop. Tut mir leid, das ist jetzt hier, wenn man länger nicht gezockt hat, dann steht das hier trotzdem an. Haben wir denn noch Steinkohle? Oh, das wird aber knapp. Oh, da sind aber noch mehr Fässer drin. Dann nehmen wir mal gut Steinkohle und gut Eisenbarren mit, denn davon haben wir auch noch was da. Und dann passt das hier hoffentlich einfach alles rein.
Nice. So, dann wollen wir hier noch die Sachen loswerden. Jetzt wollen wir natürlich unser Inventar so ein bisschen leer machen. Ah, ich habe auch die Farbe gerade von ihr bekommen. Oder, ach nee, die hab ich nicht von ihr bekommen. Ich war irgendwann mal bei der Brücke. So, das sind meine Farben. Okay, denk nach. Die Reparaturkästen, da habe ich auch einige bei der Gilde angefragt. Wenn es keine Fässer gab, habe ich Reparaturkästen angefragt. Ich habe ja so ein bisschen Ramsch im Inventar, den ich ehrlicherweise gerade gar nicht gebrauchen kann. Ich glaube, hier finde ich zumindest schon mal so ein bisschen was an Rüstung, oder? Da. Sag ich doch. Da ist doch ein Set. Da haben wir doch ein Set beisammen. Perfekt. Na komm, lass ich den Ramsch hier. Auch das werde ich nicht gebrauchen. Die Pistole ist leider immer noch so schwach, wie sie ist seit dem Update. Das ist sehr schade. Deswegen können wir noch mal ein bisschen mit der Pistole heute rumfeuern, glaube ich. Weil die Waffe nicht mehr so gut ist. Ne, man... Dann kann sie weg. Können wir sie auch mal benutzen. Und noch eine Nagelpistole für den Anfang. Und dann schießen wir mit der Pistole einfach. Bam, bam, bam. Bam, bam, alles weg. Okay. Nur um noch ein bisschen Platz zu machen. Das Zeug werden wir nicht brauchen. Ein bisschen Fleisch ist vielleicht nicht schlecht. Infektion interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir probieren es mal. Let's go. Aber was habe ich denn dann noch, die Kits? Warte mal, ich habe mir mal welche ja hergestellt. Nee, nicht Rohholz, sondern Kiefernbretter. Hier drin. Die sind einfach weg. Habe ich vielleicht dann stattdessen, statt der elektronischen Kits und so, diese Kronkorden, die ich im Inventar habe, bekommen? Wahrscheinlich sind die daher, oder? Ich weiß es nicht. Weil ich hatte noch so ein, zwei elektrische Kits und auch ein, zwei Bausätze, Baukits oder wie die heißen. Die sind alle weg. Aber vermutlich habe ich dafür dann eine Kompension bekommen. Was haben wir denn hier? Erspar dir das lästige Tragen von Wasser in deinen Händen. 26 Euro ist halt echt viel. Und man kann sich, ich könnte sagen, gut, komm, ich nehme das Geld in die Hand und ich entscheide mich für einen dieser Rucksäcke, weil er toll ist, weil sie tolle Features haben, diese Rucksäcke, und einer davon interessiert mich vielleicht besonders. Wahrscheinlich am ehesten der besondere Funksprüche abfängt, aber leider weiß man da auch wieder nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, aber ne, lieber etwas mehr zum Spielen, also ein bisschen ein anderes Feature spielen können. Ich weiß nicht, ob all die Spieler, die diesen Rucksack schon besitzen, nicht etwas anderes hätten bekommen sollen. Ich glaube, das wäre ja fast fair gewesen, weil da musste man ja teilweise echt viel Geld reinstecken, um diesen Rucksack zu bekommen. Sagen wir mal 30 Euro plus und dann, ja, ich weiß nicht. Aber da ich den geschenkt bekommen habe, beschwere ich mich nicht. Ich kann da nicht mitreden. So, Schwierigkeit ist nur eins. Deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt funktioniert. Okay, es sind auf jeden Fall immer noch 6 Wellen bei diesem hier. Und da wir nur 2 Türme haben und ich auch nicht weiß, wie ich an mehr Türme komme. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Wo kam denn Georgia her? Okay, es sind 6 Wellen, aber es sind deutlich weniger Zombies. Oder? Nein, never mind. Die zweite Welle ist schon wieder heavy. Da muss ich hier auf jeden Fall dem Palisadenzaun etwas helfen. Okay, anscheinend kommen die auch von hinten jetzt. Das gewusst, hätte ich mich da anders vorbereiten müssen. Naja. Wir sind ja ganz gut dabei, glaube ich. Vierte Welle. Auf vierte Welle schon. Ja, das ist echt easy. Also das ist ja wirklich gerade super easy. Wozu habe ich die ganzen Pistolen mal wieder dabei? Aber das weiß man ja vorher auch nicht, ne? Kann man ja vorher alles nicht wissen. Da hat schon jemand Identifikationslizenzen fallen lassen. Das ist ja wieder mein Job. Da kann der Turm nämlich nicht helfen. Und auch das schafft der... Ach nee, das ist ein Marvin. Das schafft der Turm nicht unbedingt. So, dann kommt jetzt noch eine Welle und dann haben wir es. Eine Welle, was kommt hier angelaufen? Um Austin. Das war aber jetzt nicht die 6. Welle, nein, da kommt noch mehr. Auch nur Austin, okay, super easy. Was heißt denn jetzt hier diese 3 da rechts oben? Oh, da ist ganz schön was los. Was habe ich da jetzt angedrückt? Ach so, ich kann währenddessen kann ich die Reparaturkits verwenden, oder wie ist das? Okay, auf jeden Fall kommt jetzt hier eine große Cinematic. Ach so, das ist das mit den Kits. Verstehe ich nicht. Ich hatte die noch nie im Inventar hier, deswegen verstehe ich nicht ganz, was ich da tun kann. Okay, wir bekommen auf jeden Fall 150 Kronkorken plus einen Kronkorken. Ich habe irgendwie das Gefühl, 150 sind sehr viel. Ich habe aber natürlich keine Ahnung. Dann haben wir noch hier 2-mal die Fort Knox Box bekommen.
Diese Flasche können wir halt einfach leider gar nicht gebrauchen. Ich habe viel zu viele Waffen mitgenommen. Aber wer kann denn das auch ahnen, dass das so leicht ist? Ich nicht. Ich war jetzt noch so ein bisschen... Ich war ready. Ich hatte halt richtig Bock, jetzt hier drauf zu schießen. Aber was soll's? Dann lassen wir die Flasche erstmal hier, oder? Weil, was soll ich damit? Also ich habe dafür wirklich gar keine Verwendung. Selbst wenn es mal neue Mädels für das Haus gibt. Einfach keine Verwendung. Gut, gehen wir zurück zu dem Mädel im Flussdorf. Und quatschen das an und gucken mal. Und vielleicht können wir direkt die zweite Schwierigkeit hinterherwerfen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Vielleicht ist das Ding jetzt hier dann auch weg. Wenn wir es, weil es ist ja gespawnt für uns. Aber vielleicht... Nee, bleibt. Okay, bleibt. Man musste das nur einmal quasi freischalten und einmal mit ihr reden, damit das wieder auf der Karte erscheint. Wahrscheinlich. Aber da ist jetzt ein 2-Stunden-Timer drauf. Das heißt, ich müsste jetzt 2 ganze Stunden warten, bevor ich da wieder hin darf und kann. Ein bisschen ärgerlich. Aber wir gehen jetzt erstmal und quatschen mit der. Und vielleicht kriegen wir da dann die nächste Leuchtfackel sozusagen. Und sie sagt uns, ja, das war ja einfach. Jetzt geht's erst richtig rund. So, hi. Wird auch Zeit. Na, hast du die Kronkorken? Ich meine, tolle Arbeit. Da es dir gut geht, gibst du mir vielleicht die Kronkorken. Ich kann dir im Gegenzug, oder ich kann dir etwas im Gegenzug für sie anbieten. Fortfahren. 300 Erfahrung. Oh, eine Schrotflinte. Ah, weil mein Inventar voll war, habe ich sie in die Post bekommen. Praktisch, dann habe ich die Schrotflinte in der Post. Freut mich. Sei nicht schüchtern. Ich habe eine Menge Zeug, dass ich das dir am Abwurfpunkt C3 helfen wird. Ich brauche nur die Kronkorken. Warum ich sie brauche, das verrate ich dir nicht. Sonst fängst du auch an, sie zu sammeln. Und dann kann ich nicht mehr der reichste Mann der Welt werden, wenn alle Etiketten zerrissen sind. Die reichste Frau der Welt, meine liebe Wendy, die reichste Frau. Aha, ich sehe schon, ich sehe schon. Das habe ich mir fast gedacht. Oh, und wenn wir ihr einfach Sachen abkaufen, kriegen wir dafür im Gegenzug auch bessere Sachen scheinbar frei. Okay, das ist jetzt wird's interessant. Also, wir kaufen uns bei ihr zum Beispiel den Geschützturm. Der macht 12 Schaden, den kennen wir ja schon, deswegen kann man das Zeug auch nicht mehr herstellen. Und Palisaden brauchen wir ja auch. Wenn wir bei ihr den nächsten Ruf erreichen, dann schalten wir Geschützturm mit Gewehr frei. Danach den Geschützturm mit einem Stern der 9mm Pistole, dann ein Stern mit Gewehr, dann 2 Sterne links, dann ein Stern Stachelzaun und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier kommen die Sterne. Erst bei Sympathielevel... Oh, ach, Gleichgültigkeit? Da gibt es 5 Stufen. Danach kommt Sympathie. Da gibt es anscheinend mindestens 5 Stufen. Dann kriegen wir lila Leuchtfackeln erst. Oh, krass. Boah, da werden die Sachen aber auch richtig teuer. Dann Ruf Freundlichkeit nach Sympathie. Wie viele Stufen? Also es hat 3 Stufen mindestens, aber vielleicht auch wieder 5. Danach werden wir von ihr respektiert. Und zuletzt, oder? Ja, zuletzt sogar Begeisterung. Und kommen dann bis auf 4 Sterne, Palisade und Maschinengewehr. Und die rote Leuchtfackel gibt es als letztes? Das war vorher die einfachste. Oh, orange. Ich habe noch nie eine orangene Leuchtfackel gefunden. Die gibt es schon länger, so wie lila. Aber das heißt, die haben die Rangfolge der Leuchtfackeln verändert. Das scheint jetzt die einfachste zu sein. Oh, kann nur noch da gefunden, kann anscheinend auch nicht mehr woanders gefunden werden. Ich habe ja noch hunderte Leuchtfackeln übrig. Also wir werden da erstmal ein bisschen was machen können und uns natürlich dann auch ihre Sympathie erkaufen. Das ist natürlich der Plan. Machen wir das doch mal. Komm, ich habe jetzt ja hier so ein bisschen was dabei. Ich werde sowieso 1, 2, 3 Palisaden benötigen demnächst. Und auch 1, 2 Türme brauche ich. Und wir müssen ja noch weiterkommen. Also, wie viel Coins haben wir noch? Dann nehmen wir doch die wir im Inventar noch in der Post noch haben. 161, dann bringen wir sie doch gleich mal auf die nächste Stufe. Boah, das wird aber ganz schön lang dauern, bis wir da auf nächster Stufe sind. Eieiei. Boah, müssen wir viel Airdrop spielen, um sie auf höchste Stufe zu bekommen. Oh, was haben wir denn hier noch? Ah, Rufbelohnungen. Tausche mit Wendy gegen Kronkorken. Ah, das ist so ein bisschen wie beim... Aha. Die mit einem Dingszeichen. Aha, Steinkohle, Eisen... Haha, nice. Die Sachen will sie also haben. Oh, cool. Gut, dass ich da mal links geguckt habe. Achso, genau. Das Zeug haben wir schon mit ihr bequatscht. Okay, wir können ja also gewisse Ressourcen auch einfach geben. Und sie gibt uns dafür mehr. Zum Beispiel Eisenbarren haben wir ja ein paar. Wenn so ein Stack Eisenbarren 20x10 sind 200 Kronkorken. Das ging ja recht fix. Das gleiche gilt für Eichbretter. Das geht eigentlich auch ganz fix. Also natürlich steckt da auch einiges Arbeit hin. Diese Gürtel haben wir vielleicht auch noch ein paar übrig.
Okay, Sale minus 10%. Ah, die Sachen werden auch günstiger mit jeder Stufe. Mhm, also ich sollte, genau, ich muss sie ja auch auf die nächste Stufe bringen, aber ich sollte immer zusehen, dass das nicht zu viel wird. Und hier ist, bei Gleichgültigkeit sind das alles meine Rufbelohnungen anscheinend. Für die ersten 5 Stufen sind das meine Belohnungen. Okay, cool. Gut. Dann tausche ich jetzt auch noch mehr ein. Und ich nehme einfach noch, ich würde sagen, ich nehme einfach noch mal, man kann natürlich auch die Reparaturkits nehmen, aber die lohnen sich halt auch erst im späteren Spielverlauf. Wenn die Sachen dann richtig teuer sind, dann lohnt sich natürlich eher, sie zu verbessern. Leuchtwackeln muss ich nicht kaufen. Ich denke, ich kaufe hier einfach nochmal einen Stachelzaun. Beziehungsweise könnte ich mir noch einen Turm leisten? 70 haben wir noch. Ja, dann machen wir noch einen Stachelzaun, bitte. So, Geschützturm mit Gewehr. Das heißt, der bessere Geschützturm ist freigeschaltet. Und der Geschützturm der 9mm Pistole kostet jetzt etwas weniger. Okay. Boah, nice. Okay, okay. Das wird alles mit der Zeit günstiger werden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Schon mal gut zu wissen. Und wir können den Airdrop halt leider erst später wieder spielen. Jetzt kann ich natürlich hergehen und dir einfach ganz viel meines Zeugs zuwerfen. Aber wie viel Kronkorken wollen wir denn haben? Wollen wir einfach mit 100 Eisenbarren zu ihr hin? Nein, Eisenbarren brauche ich, um meine Basis auszubauen. Das wäre sehr dumm. Aber die Eichenbretter brauche ich eigentlich nicht. Und die geben doch auch eigentlich ganz viel Zeugs, oder? Schauen wir mal. Also heute werden nicht so viele Zombies besiegt. Ich will natürlich auch noch wissen, wie die neuen Zombies aussehen. Vielleicht, also irgendwann müssen wir nochmal Zombies besiegen heute. Ich will auf jeden Fall wissen, wie die neuen Zombies aussehen. Da war jetzt ja beim Airdrop noch nichts dabei. Ich glaube, ich muss einfach mal, vielleicht gehe ich jetzt Eichenholz sammeln. Ich nehme jetzt Eichenbretter mit. Nehme dafür Kronkorken von ihr als Tauschware. Und dann gucken wir mal schön, dass wir ein bisschen Eichenholz sammeln. Weil wir wollen ja natürlich unseren Eichenbrettervorrat nicht komplett aufgeben. Und ich sag's einfach nicht mehr, dass ich meine Basis eines Tages ausbaue. Das glaubt mir mittlerweile eh keiner mehr. Ich weiß auch nicht. Oh, da ist Gummi dabei. Das möchte ich bitte bestätigen. Ja, 7, 10, 3. Alles klar. Ich muss erstmal meine Waffen wegbringen. Da unten waren irgendwie absurd viele Pistolen in den falschen Kisten. Ich weiß nicht, was der Spaß soll, aber das gehört definitiv alles dahin. Und die haben auch früher mal hier Platz gefunden. Anscheinend bin ich da auch nicht mehr so genau. Naja. So, dann brauchen wir die ja gerade auch nicht. Okay. Genau, die Bausätze haben wir nämlich hier in der Inbox, die ich alle vom Clan bekommen habe. Danke an der Stelle an den Clan. Wirklich sehr aktive und freundliche Leute. Also freundlich nur die, die ich über Discord oder YouTube-Kommentare kenne. Aber ich bin sehr gerne in diesem Clan. Also ich habe ihn gegründet, ich sollte gerne in dem Clan sein. Aber genau, die Leute sind aktiv, spenden Sachen. Ich schaue so alle paar Wochen, vielleicht könnte ich es heute mal wieder machen, schaue ich, wer wie aktiv war. Also ich schmeiß keinen raus, der jetzt mal, der jetzt mal wenig spendet oder so. Das ist erstmal kein Problem. Wenn ich aber sehe, dass jemand beispielsweise innerhalb von 2 Monaten weder ein einziges Level hochgekommen ist und nur 3 Sachen gespendet hat, dann weiß ich, der Spieler spielt nicht mehr aktiv. Dann schmeiße ich solche Leute raus. Ja, keine Sorge. Ich habe auch ein, 2 andere Leute schon rausgeschmissen. Ja, das waren dann aber Leute, die nur Überlebender hießen. Also wer sich keinen eigenen Nickname gibt. Da war es am Anfang wichtig, dass der Clan voll ist und man genug Leute hat, die was spenden. Und dann irgendwann kann man halt schauen, dass man Leute hat, die man auch erkennt. Denn ich, also ich hoffe, ich habe meine Leuchtpistolen noch. Ja, da sind sie. Warte mal. Warte mal, meine ganzen roten Leuchtfackeln sind lila geworden. Oh, weil rot anscheinend jetzt das super seltenste ist, habe ich die nicht mehr bekommen, sondern stattdessen lilane. Okay, aber wir können die ersten 3 Schwierigkeiten, wie mir scheint, ganz gut spielen damit. Gehe ich jetzt mal davon aus. Irgendwie kommt mir das so vor. Hoffen wir es. Eichenbretter. Also diese Gürtel weiß ich nicht, die will ich hier nicht unbedingt geben. Aber so ein Stack Eichenbretter kann sie haben. Stört mich jetzt wenig. Sieht so aus, als hätte ich Besuch. Jo, das machen wir auch noch schnell. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, der wollte Fleisch, Seile und Scharniere, oder? 7 Fleisch, 10 Seile, 3 Scharniere. Habe ich mir doch gemerkt. 3 Scharniere bitte als erstes. Dann brauchen wir, noch weitere 5 Fleisch, weil 2 haben wir im Inventar von diesem Dörrfleisch. Seile habe ich irgendwo hier. Die waren auch mal wichtiger, deswegen haben wir da auch noch mal ein paar übrig. Aber das hat sich auch alles geändert. Früher brauchte man zig Seile, 12 Seile pro Fass. Und ich habe hunderte Fässer hergestellt. Also da ist einiges bei draufgegangen an Seilen.
Und auch 16 Ton pro Fass und ach, also Zeugs, das man heute nicht mehr benötigt. Aber dafür hatte ich andere Vorteile. Dafür habe ich Updates mitbekommen, wo es manche Sachen einfach zum Wegschmeißen gab, die es heute nur richtig selten und schwer gibt. Zum Beispiel die ganzen Leuchtfackeln habe ich natürlich jetzt alle noch. Das ist natürlich wieder der riesige Vorteil, wenn man länger spielt. Man nimmt alles Gute und alles, ich sag mal, was später besser ist, ne? Da hat man natürlich dann auch mal ein bisschen den Nachteil. So, wie viel Gummi haben wir denn? Wie gesagt, 32 brauche ich alleine zum Verbessern der Werkbank, ganz ohne die Fässer. Das wird noch. Ich glaube, ich lagere diese Teile mal hier. Genau, die sammeln sich irgendwie auch so nebenbei ein bisschen an. Gut, auf zu der Kollegin. Und dann gehen wir danach nochmal in die Base, schnappen uns nochmal vielleicht eine andere Rüstung, die nicht ganz so gut ist, weil ich habe mittlerweile wirklich sehr wenig Rüstungsteile. Wir brauchen nicht 40 Rüstungen hier für die Standardsachen. Und tauschen nochmal was bei ihr ein. Wollen dann auch noch, dafür hätte ich dann auch gerne ein bisschen Verteidigungsmaterial auf jeden Fall. Oh, dass ich direkt meine Sympathie so ein bisschen bei ihr steigere. Ich glaube, wie viel Kronkorken kriegen wir jetzt? 100 Mal. Wir kriegen jetzt 800 Kronkorken. Das reicht dann wahrscheinlich für zwei weitere Stufen oder so. Vielleicht für drei. Wenn es immer 250 sind, reicht es für drei. Wenn es aber mehr als 250 pro Stufe sind, dann brauche ich logischerweise mehr Zeugs. Eieiei. Da muss ich ganz schön viel Bretter sammeln. Oh. Also, und anderes Zeugs. Die Gürtel sind halt schwer herzustellen und selten zu finden. Ich brauche sie alles nicht mehr für meine Werkbänke. Deswegen kann ich das Zeug ruhig auf den Kopf hauen. So, ich hätte auch noch, ich hätte doppelt so viel Bretter mitnehmen können, theoretisch, aber. Wir brauchen jetzt 500 schon für die nächste Stufe. Absurd. Wie viel Zeugs wir brauchen. Absurd. Immerhin, also würde man sich das nur erspielen können und könnte ihr nicht Sachen geben und tauschen, dann wäre es natürlich unmöglich. Also dann müsste man so viel Airdrops machen, das kann man ja vergessen. So geht es zumindest ein bisschen. 3, 4, 5, 6. Wir brauchen auch mal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und einfach nur, ich glaube, wir können auch erstmal nur die Türme kaufen. Die brauchen nämlich schön viel. Geschützturm, ein 9mm und Geschützturm mit Gewehr. Jetzt schon mit einem Stern. Aha. Okay. Und nächste Stufe wäre, dass Palisaden weniger kosten. Das wäre natürlich gut. Allerdings sind das auch nur die einfachen Palisaden. Die nächstbesseren kommen auch erst bei Stufe 5. Wow. Was kriegen wir jetzt? Stachelzaun im Sail und danach Geschützturm mit 2 Sternen und Sail für den normalen. Aber das steht hier anders, oder? Jetzt habe ich schon wieder hier mich verklickt. Kriegen wir hier den auf Stufe 4? Ja doch, auf Stufe 4. Okay, alles klar. Ja, dann reicht das hier niemals. Wie viele Kronkorken haben wir denn noch? Naja, wir können natürlich die noch ausgeben. Ich habe auch keinen Überblick, wie viel Zeugs wir jetzt bei ihr schon gekauft haben. Vielleicht kaufe ich jetzt auch einfach nur Reparaturkits. Weil die waren mal richtig teuer. Mhm. Ah. Wir können auch einfach Caps kaufen. Denn die Reparaturkits gibt es auch schon länger. Aber da haben... Genau, hier. Die... Ich hatte immer gedacht, okay, ich hole mir die eines Tages. Aber dann waren sie mir doch zu teuer. Und ich glaube, wir kommen da jetzt deutlich günstig. Guck mal. 200 Münzen für 14 Stück. 200 für 14. 200 für 14. 200 für 14. 200 für 500. 500 durch 30... sind mehr. Das sind nämlich 10, das sind 16. Also es lohnt sich eher, sich Caps zu holen und die bei ihr einzutauschen. Ah, tja, mathematisch besiegt, würde ich sagen, ja. Vielleicht werden die Reparaturkits auch eines Tages noch günstiger bei ihr. Wenn die ganzen Sachen günstiger werden können, dann vielleicht auch das. Aber leider können wir den Airdrop wieder in 2 Stunden erst machen. Das ist halt wirklich ärgerlich in dem Fall. Da wäre ich jetzt gerne nochmal hingerannt, aber das geht leider nicht. Leider nicht möglich. Gut, ab in die Base, alle Rüstung anziehen, Waffen einpacken, Sammelwerkzeug einpacken und ab, ich habe doch noch keine Energie mehr. Und dann geht's zu den Eichen im Sumpf. Ganz easy peasy. Das ist auch das Letzte, was wir dann für heute machen können. In der Hoffnung, dass da neue Zombies sind. Es kann natürlich sein, dass exakt in diesem einzigen Gebiet nicht ein neuer Zombie steht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir können ja auf dem Weg zu den Eichen im Sumpf noch ein anderes Gebiet besuchen. Dafür sollte die Energie noch reichen. Dann machen wir das doch einfach so. Also wir müssen auch erstmal was trinken, denn durch das Benutzen der Nagelpistole haben wir natürlich viel Flüssigkeit verbraucht und unser Körper hat Durst. So.
Dann müssen wir jetzt irgendwie einen Platz finden, wo diese Kronkorken immer rumliegen, was auch gar nicht so einfach wird. Weil Platz ist schwierig, sag ich mal. Wo habe ich denn das ganze Zeugs? Hier ist doch Platz. Hier habe ich einmal diese Schatzkarten, dann kommen jetzt hier einfach die Kronkorken hin. So, fertig. Und auch das Zeug, komm. Oh, das hat hier aber nichts zu suchen, denn das muss eigentlich gehen. So, Salzsäure, Kupfer, Gürtel. Wir machen das Inventar natürlich leer, damit sich das Ganze auch lohnt, hier loszuziehen. Da Gürtel. Wie ihr seht, ich habe zwar ein paar, aber das ist tatsächlich das, was ich in einem Jahr angesammelt habe. Also, natürlich habe ich auch Gürtel verwendet für manche Sachen. Aber ich habe echt nicht viele Gürtel insgesamt bekommen. Das Zeug ist wirklich, wirklich selten. Vielleicht wird es jetzt auch häufiger irgendwie, weiß ich nicht. Aber aktuell ist es super selten. Die würde ich jetzt ungern bei ihr eintauschen. Zumal sie sich auch nicht deutlich mehr lohnen. Also ich glaube, die waren entweder auch für 8 oder vielleicht sogar für 10. Ich habe nicht so drauf geachtet. Okay, was habe ich gesagt? Ich will mir eine andere Rüstung anziehen. Was haben wir denn gerade hier in den Kisten drin? Ein Sternleger, ein Sternhose. Die Schuhe sind tatsächlich besser als die, die ich anhabe. Das wäre natürlich jetzt gar nicht so clever, die Schuhe anzuziehen. Sind hier denn noch andere Rüstungsteile? Ich sehe nur Hosen und Jacken, Hosen und Jacken, Hosen und Jacken. Sag mal, bin ich hier in der Boutique für Hosen und Jacken? Warum gibt es hier denn keine Schuhe oder Handschuhe, Mensch? Da, Handschuhe, man muss sich nur beschweren. Man muss nur mit dem Chef reden und schon kriegt man, was man will. Nee. So, Käppi nicht, Schuhe nicht. Das lassen wir mal hier unten, dann kann ich direkt sehen. Oh, hier ist ja ein Set an Rüstung. Das kann ich mir ja dann anziehen. Wuhu. Möchte ich mit diesen Waffen in den Kampf ziehen? Eigentlich nicht. Eigentlich, auch wenn das Ding sowieso bald kaputt geht, brauche ich das jetzt nicht mitschleppen, wenn ich ehrlich bin. Die hergestellte Pistole könnte noch ganz nützlich sein. Im Nahkampf sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Haben wir hier noch ein anderes Wurfmesser vielleicht? Wir haben noch die Nagelpistole. Ich denke, wir kommen mit den Sachen gut zurecht. Gut, dann darf es bitte eine Axt sein. Danke. Reicht die denn? 42 durch 3, die reicht nicht. Wir müssen nämlich... Oder reicht sie genau? Nee, die reicht niemals. Gut, wir müssen also noch eben schnell eine Eisenaxt herstellen. Die mit 2 Sternen brauche ich hier nicht. Die ist nur dann sinnvoll, wenn man sich... wenn man normale Ressourcen abbauen will und da eine höhere Drop-Chance haben will. 10, 8, 3... Okay. Okay, okay. Das wollte ich nicht. 8. Und dann haben wir hier irgendwo rostiges Eisen. Das sind all die Kisten, die mit dem blauen Symbol hier. Eisenschrott haben wir also genug. Mir fehlt nur die Kohle, um Eisenbarren draus zu schmelzen. Und dazu müsste man Holz sammeln. Und ratet mal, worauf ich gar keinen Bock habe. Exakt, Holz zu sammeln. So, dann machen wir die mal ganz kurz. Dann wieder runterscrollen. Kein Problem. Okay, herstellen. Danke. Und dann wäre es auch sinnvoll. Wir gehen jetzt einfach nur darunter zu den Eichen. Ich könnte jetzt noch einen Eisenhammer craften und einen Steinhammer mitnehmen und dann gehen wir noch ins Steingebiet zwischendurch. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt in ein Gebiet und entweder wir haben Glück und treffen auf neue Zombies oder halt nicht. Dann müssen wir halt beim nächsten Mal nochmal irgendwo hin. Das hilft alles nichts. Ich werde dann jetzt sowieso wieder neue Videos machen, weil jetzt, wenn es neue Gegner gibt, gibt es vielleicht in jedem Gebiet neue Gegner. Also möchte ich gerne jedes Gebiet neu entdecken. Das wäre natürlich cool, neue Zombies kennenzulernen, je nachdem, wie nervig sie sind. Vielleicht freue ich mich danach auch wieder, dass es sie vorher nicht gab. Mal schauen. Shelly zum Beispiel gibt es ja auch noch nicht so lange. Also ich glaube, das ist der... Wobei die Knospen, die, wie heißen die jetzt? Blühlein, also diese fetten... Diese richtig riesigen Zombies. Mal hier ist erstmal nur ein Wolf. Das ist so ein klassischer Gegner, den kennt man doch. Den kennt man. Den machen wir mit der Faust. Fleisch würde ich mitnehmen, alles andere lassen wir da. Oh, nice. So, die Beeren. Also hier ist erstmal alles typisch. Ich finde es ganz schön, dass diese Beerenbüsche jetzt so wegplatzen. Hier sind Bob und Shelly. Gut, da hat sich nichts geändert. So, die machen wir mit einem Schuss weg, die Shellys. Wenn wir uns anschleichen. Bob mit 2 Schüssen, ohne uns anzuschleichen. Auch wunderbar. Oder sagen wir hier nochmal. So, tot. Dann können wir jetzt hier Eichenbäume fällen. Vielleicht reicht die auch. Ich habe gerade einfach gar keinen Überblick. Aber theoretisch fällen wir 18 Bäume. Und unsere 8 Axt würde nur reichen für 14 Bäume. Also müsste ich theoretisch diese zweite Axt verwenden noch. Hoffen wir, dass ich mich nicht verrechnet habe.
Da ist zwar Holz dabei. Ich glaube, das Holz nehme ich jetzt einfach mit. Wie gesagt, das ist fast ein Stück Kohle. So, dann wohnt hier hinten ein Bär. Den will ich eigentlich in Ruhe lassen. Solange er mich in Ruhe lässt. Wobei, ich würde auch eher vor ihm wegrennen, als ihn zu bekämpfen, wenn er mich sieht und auf mich losgeht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gar keinen Bock, einen Bär zu bekämpfen. Bären sind echt, also Bären sind einfach starke Gegner. Ah, das ist riskant, weil der könnte sich jetzt umdrehen. Aber ich wollte mal gucken, ob hier was... Oh, das Holz. Wenn wir schon Holz mitnehmen, nehmen wir Holz auch mit. Ja. Nein, oh, wäre ich geschlichen. Wäre ich weggeschlichen, hätte er mich nicht gesehen. Renne ich jetzt einfach vor ihm weg oder... Nein, wir machen es uns leicht, ja. Wir gehen kurz und kommen wieder. Dann steht er da hier irgendwo ganz woanders. Ah. Gut, aber wir haben alles, was wir wollten. Hat ja soweit geklappt. Betreten bitte. Ich meine, wenn wir jetzt hier nicht einen einzigen neuartigen Zombie antreffen, dann kann ich ja noch in ein anderes Gebiet rein und wir gehen mal einmal im Kreis oder so und gucken, ob da jemand rumsteht, den wir nicht kennen. Weiß ich nicht. Vielleicht sind diese neuen Zombies auch nur für den Airdrop designed aktuell. Weil das hier ist alles recht bekannt. Das Wildschwein war schon immer hier. Hier wird jetzt wieder ein Wolf um die Ecke chillen. Oh! Okidoki. Ich nehme alles zurück. Nee, hier ist wirklich kein einziger neuer Gegner. Ich sehe hier nichts. Seht ihr hier neue Gegner? Ich schaue mich gerade links und rechts um. Ich sehe nichts. Alter. Okay, ich habe viel erwartet. Übrigens habe ich hier einen Wolf erwartet. Was? Hat 300 Leben und droppt mir nur ein Aua. Was soll das denn hier? Frech. Da hört der Spaß aber auf. Okay, ich glaube, es gibt neue Gegner. Wer Brände Georgies noch nicht kennt, der hat noch nicht gespielt, als es den ersten Season Pass gab. Das war kurz vor dem Global Release. Kurz bevor das Spiel quasi für die Welt, für ein weltweites Publikum, oh, da steht trotzdem noch der Wolf. Für ein weltweites Publikum, veröffentlicht wurde. Denn vorher waren nur Englisch und Deutsch die einzigen Sprachen, auf denen man das Spiel spielen konnte. Danach gab es, hat das Spiel verschiedene Sprachen oder noch mehr Sprachen halt unterstützt. Da gab es eine sogenannte Season. Die sah tatsächlich von der Visualisierung aus, wie jetzt das mit den Airdrops. Dass man da verschiedene Stufen hatte, man musste verschiedene Aufgaben erledigen und so weiter und so fort. Und hat dann dafür immer Belohnungen bekommen. Die Sachen sind auch die, die mir jetzt gerade in meiner Inbox fehlen, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe. Da gab es dann Rüstungen, besondere, die man da bekommen hat. Und genau, ja. Und diese Season gab es nur das eine Mal und da konnte man so gewisse Köder auslegen, die ich theoretisch noch besitze, sofern sie nicht auch aus meinem aus meinen Kisten verschwunden sind, so wie jetzt die Sachen für den Airdrop ja verschwunden sind. Kommen wir da noch hin zurück? Habe ich genug Energie? Irgendwann kommen wir nochmal in die Kiste und dann kann ich euch diese Köder zeigen. Ist nichts Aufregendes auf jeden Fall. Naja, da konnte man diese brennenden Georgies tatsächlich dann spawnen. Da hatten die nicht 300 Leben, aber die waren schon heftig. Ja, die sind immer ätzend. Weil die infizieren einen extrem stark. Und das ist einfach nervig. So, wir benutzen hier aber Wurfmesser. Weil wir auch mit den Marvin hier auf jeden Fall nicht kämpfen wollen. Eins, zwei, drei. So, wir wollen nämlich da in die Kiste. Ich möchte da sehr gerne in die Kiste. Okay, also dieser brennende George war gerade ziemlich krass, ziemlich stark. Sehr viel Leben und sehr viel Schaden, den werde ich aber sowas von meiden, wenn ich die nächsten Male hier bin. Nee. Das ist ja richtig, richtig krass. Also der ist stark. Der war nie so stark, wenn er singen, ne? Gab es ja wie gesagt schon mal, aber der war nicht so stark. Vielleicht sind dann brennende Zombies sozusagen die Endstufe von den Zombies jetzt. Also es gibt ja den normalen Simon zum Beispiel. Dann gibt es den, den mit 65 Leben. Ich habe vergessen, wie er heißt. Dann gibt es den Simon mit 115 Leben. Und das gleiche ja auch bei den Marvins, da geht es ja bis zum Radiant Marv sozusagen, der ist dann auch nochmal stärker, der hat dann auch 280 Leben plötzlich und macht viel mehr Schaden. Also ne, so Abstufungen quasi mit den verschiedenen Schwierigkeiten und vielleicht sind das die Endstufen für die Zombies. Wobei Georgie gibt es ja nur die eine Stufe, also da gibt es ja auch keine andere Zwischenstufe, ich weiß nicht. Vielleicht sind es einfach nur die drei Gegner, die drei Bände. Es gibt nämlich, es gab den brennenden Mob, es gab den brennenden George, den ich definitiv nicht nochmal bekämpfen will heute. Definitiv nicht. Und es gab brennende Austins, glaube ich, waren das. Müssten Austins gewesen sein. Also den müssen wir hier komplett ignorieren. 300 Leben.
Wir haben ja gerade, okay, wir haben jetzt nicht die super krasseste Rüstung an, aber unsere Rüstung ist schon okay. Also, sie ist jetzt ja auch nicht super schlecht, ne? Wenn man bedenkt, ne? Und dann macht er trotzdem 9 Schaden, also 3 mit jedem Angriff, hat ja seinen Dreifachangriff, falls ein George ist. Das haut rein, sag ich mal, das haut echt rein. Mal gucken, wo wir auf solche Zombies und ähnliche Zombies noch treffen und wie wir sie umgehen können. Das werden wohl die Hauptziele sein in den nächsten Tagen. Finden und dann nie wieder... Oh, hallo Bär. Mit dir habe ich ja überhaupt gar nicht gerechnet. Wir werden hier halt hier verlangsamt. Deswegen ich befürchte... oder auch nicht. Meine Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, was sehr gut ist. Ich bin hier tatsächlich ums Eck gekommen und habe eine zweite Chance, mich an dem Bär vorbeizuschleichen. Wir wollen nur den Baum. Wir wollen nur den Baum. Vielleicht wollen wir auch noch das Seil. Aber am wichtigsten wäre jetzt der Baum. Also Bär, es wäre nett, wenn du einfach ein bisschen weggehst. Geh in dein blaues Haus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Bär im blauen Haus kennt. Ach nö. Ja, sag einmal, was soll denn das? Ja, ich renne kurz raus. Wir haben ja hier erstmal alles gelootet, was wir wollten. Der alte Mann ist auch nicht da. Wo ich jetzt auch nicht traurig drum bin, da hatte ich jetzt gar nicht so viel Bock. Noch eine Challenge heute. Nee. Und in 2 Stunden mache ich dann den Airdrop. Und den mache ich dann wahrscheinlich in einem englischsprachigen Video. Wenn ihr also interessiert seid, den zu sehen und vielleicht selbst sagt, das Feature interessiert mich nicht. Dann könnt ihr es euch bei mir zumindest auf Englisch, ich quatsch dann halt auf Englisch, anschauen. Aber ihr seht ja trotzdem, wie viele Gegner da ungefähr kommen und so weiter und so fort. Ist halt gerade schwierig, die Balance zu finden. Denn ich bin ganz ehrlich, die englischen Videos haben natürlich mehr Aufrufe, weil ich einfach ein größeres oder ein breit gefächerteres Publikum damit erreichen kann, ganz einfach. Aber es geht mir natürlich auch nicht nur um Klicks. Und Deutsch ist nun mal meine Muttersprache, mit der ich mich deutlich wohler fühle halt. Und deshalb möchte ich da, Eisenachs kaputt, ich habe alles richtig gemacht. Und deshalb möchte ich natürlich auf beiden Sprachen Videos machen. Einerseits, weil es da auch halt englischsprachige Zuschauer gibt, die sagen, hey, deine Videos interessieren mich, aber leider verstehe ich sie nicht. Kannst du die nicht auf Englisch machen? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Es war eher so ein Versuch und dann kamen jetzt hier die neuen Updates und auf einmal gingen die Klickzahlen in die Höhe und ich dachte so, okay, vielleicht mache ich davon mehr. Einfach, weil es schön ist. Wenn mehr Leute das schauen, dann kann ich damit mehr Leute unterhalten. Aber ich versuche immer 50-50 hochzuladen. Deutsch, Englisch, 50-50. Allerdings ist es gerade so, dass ich ein anderes Survival-Spiel auch nebenher gespielt habe. Das ich auch aufgenommen habe, was aber noch lange nicht irgendwie online kommt. Das wird noch dauern, weil da muss ich voll viel rumschneiden. Da kann man immer wieder Werbung gucken, um mehr Loot zu bekommen. Und so wie ich bin, habe ich das getan. Und muss aber die ganze Werbung halt im Endeffekt rausschneiden, was sehr aufwendig ist. Und da quatsche ich tatsächlich durchgängig auf Englisch. Weil ich dachte, komm, dann erreiche ich da auch andere Leute irgendwie, die das Spiel spielen, weil ich glaube, die meisten deutschsprachigen Leute sind hier wegen dieses Spiels. Vielleicht auch natürlich, also, ja, man schaut natürlich schon auch YouTube-Videos von einem YouTuber, weil man irgendwie denkt, okay, dem kann ich zuhören oder dass mir nach 20 Minuten auf den Sack geht. Es gibt ja auch, manche Leute haben eine zu tiefe, eine zu hohe, eine einfach unangenehme Stimme und ich bin ganz froh, dass meine Stimme eigentlich... Ich sag mal, ein gutes Mittelmaß hat, ja. Kann ganz angenehm sein, glaube ich. Ist sie nicht immer, aber sie kann es. Und dieses Potenzial kann man sich einfach immer schön vorstellen, dass es da wäre. Und dann kann man sich auch mal so hier so ein Days After Video von mir anschauen. Aber ich meine, ihr zockt das Game ja. Wenn ihr, also, ich denke mal, 95% meiner Zuschauer zocken das Game auch, oder? Ansonsten könnt ihr mal reinschreiben. Ja, ich spiele das Spiel auch. Ich habe bestimmt gerade all eure Stimmen in einem nachgemacht. Es war ein Duett. Ich bin nur hier, um nochmal zu gucken, ob hier nochmal so ein Zombie rumsteht, den wir noch nicht kennen. Und nebenbei ein paar Beeren mitzunehmen, wie mir scheint. Aber bisher ist hier nichts. Noch kein neuer Zombie aufgetaucht. Ah, einen Schatz können wir noch mitnehmen. Vielleicht dann noch ein Teil einer Schatzkarte. Wir haben heute 2 Stück gefunden. Das ist ziemlich viel tatsächlich. In einem Gebiet, da haben wir gut Glück. Und das Glück ist uns weiter hold. Wir finden nämlich gleich den dritten Teil und können hier fast schon eine ganze Schatzkarte nach den kurzen Besuchen hier der beiden Gebiete zusammensetzen. Ja. Wir können auch mal ein paar Zombies umhauen. Vielleicht gehe ich hier dann nämlich gleich nach der Aufnahme nochmal hin. Ich habe natürlich leider gerade nicht ein einziges Sammelwerkzeug hierfür dabei. Und da würde ich dann schon... Oh, ein Hundewelpen. Ja, Hallöchen. Dass ich einen treuen Freund habe,
Habt ihr mitbekommen? Also endlich habe ich auch einen. Es hat bei mir auch ewig gedauert. Und jetzt habe ich einen. Ich war aber noch nicht einmal mit dem unterwegs, weil ich nicht genug Hundefutter habe tatsächlich. Und dafür müsste ich wieder in den Supermarkt und da bin ich halt einfach gerade gar nicht. Oder zu selten oder wie auch immer man das nennen will. Also ich bin eigentlich gar nicht. Aber irgendwann will ich auch mal mit meinem Hundi auf die weite Reise ziehen. Mit meinem treuen Freund, mit meinem Snickers. Wenn ich mal einen Hund hätte, wenn ich nicht Allergiker wäre, dann würde ich ihn Snickers nennen. Das, ja. Zum Leidwesen meiner dann Frau wahrscheinlich. Naja, hier ist kein neuer Zombie. Alle, wie gehabt. Vielleicht, weil das hier eins der Einsteigergebiete ist und sie sagen, gut, wenn jetzt hier ein krasser Zombie steht, dann hat keiner mehr Bock auf unser Spiel. Kann ich verstehen. Vielleicht hätte ich dafür in das andere Steingebiet gehen sollen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. Naja, das war's auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Wir latschen jetzt mal zu Fuß zurück. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr Holz zu sammeln hier unten. Einfach nur, um daraus Bretter zu machen. Um diese wiederum zu nutzen, um die Sympathie zu steigern. Jetzt gar nicht unbedingt, weil ich an die krassen Geschütztürme oder ähnliches will. Aber ich möchte einfach wissen, was da noch kommt. Und ja, wäre auf jeden Fall spannend, das mitzubekommen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Macht es gut. Schreibt mir gerne auch eure Meinung zu dem Update, was ihr entdeckt habt, wo ich jetzt noch nicht war, was ich unbedingt noch entdecken sollte. Das würde mich interessieren. Ich denke, dass auch hier wahrscheinlich dann der neue Bob oder so rumchillt in den ganz schweren Gebieten. Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ihr noch was habt, was ich mal mir anschauen sollte, auch in einem Video, sehr gerne. Ich sag mal, wenn ich bei dem Airdrop hier die nächsten Stufen freigeschaltet habe und vielleicht neue Leuchtfackeln und Co. benutzen kann, dann kommt das auf jeden Fall auch in dem Video. Aber naja, mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich die zweite Stufe jetzt schon machen kann oder erst die Sympathie bei ihr steigern muss. Das wäre ja absurd viel Zeugs, das sie da braucht. Eieiei. Naja, wird schon. Nochmal danke fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.